So, hallo, es ist wieder soweit. Wir haben ein neues Plattenprojekt gefunden und das heißt Finger Fitness. Wir können Sie kurz einmal die Trophäen anschauen. Sollten nicht gar so viel sein. Geht 50.000 Score. Also, ich habe schon mal reingeschaut in das Menü. Es ist sogar mit Musik, wahrscheinlich sogar Copyright-Musik. Ich werde das nicht monetarisieren können, wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich, aber wir probieren es einmal trotzdem. Ich werde es trotzdem auf Platin spielen. Presse den Optionsbutton durch Start, ja, das machen wir. Ich bin echt gespannt, was das für ein Game ist. Ich glaube eher, dass das ein Trash-Game ist. Fingerfitness, da kann ich mir gar nichts vorstellen. Kann man es auf Deutsch vielleicht stellen? Okay, Deutsch ist nicht dabei. Dann müssen wir es so machen. Ich hoffe, dass es auch nicht zu laut ist. Sollte aber eigentlich passen. So, was haben wir da jetzt? Rechter Finger, linker Finger. Okay, das ist das Einzige, was ich da kann. Was muss ich da machen? Muss ich den Balken voll kriegen? Also einfach nur voll schnell drücken. Jetzt muss ich Dreieck da. Okay, was muss ich jetzt machen? Also, das ist ein richtiges Trash-Game. Muss ich noch weiter drücken? Wieso sind die Finger nicht rot? Was kann man denn da in den Shop machen? Achso, man kann das sogar aufleveln, wie witzig. Das ist Stamina ist ja Ausdauer, oder? Ich glaube, dass das die Ausdauer ist, Stamina. Ich verstehe es halt auch noch nicht ganz, um was das da geht jetzt. Muss ich noch weiter drucken oder nicht? Nein. Irgendwie passiert da nichts. Ich darf, glaube ich, im Balken nicht. Ich verstehe es jetzt, glaube ich. Ich darf im Balken nicht komplett voll machen lassen. Okay, jetzt verstehe ich. Ich darf im Balken nicht komplett voll machen. Ja, 50.000 ist ja voll viel, oder? Können wir sich wieder was kaufen? Ich kann mir vorstellen, dass man voll viele Punkte irgendwann einmal kriegt. Jetzt kriege ich ja schon plus 9 oder was? Also mit einmal drucken kriege ich jetzt schon plus 3 dazu. Was ist das? Okay, das ist viel zu teuer, das können wir sich gar nicht kaufen. Kann ich irgendwas Sinnvolles kaufen? Effizienz, dass es ein bisschen schneller geht. Was ist das? Pet Froggy? Ah, jetzt sind die Punkte da weg. Die darf ich auch nicht ausrennen lassen. Mach auf. siebenhundert, jetzt geht es schon auf jeden Fall schneller. Und das Arge ist sogar, dass das irgendwie unterstützt wird von der PS5-Controller. Also, das zum Eindrucken R2 und L2 geht schon viel schwerer jetzt. Umso mehr, dass man den Balken da gerade oben ist. So, ich kaufe wieder irgendwas. Achso, jetzt ist aber da ein Strongman. Wir haben die erste Trophäe gekriegt. Ah, das ist wieder im roten Bereich. Kann nichts kaufen. Ich weiß auch nicht, ob der Score. Ist das Score die Punkte, was wir zum Kaufen haben? Jetzt, wenn ich auf das Druck verliere, 6 Punkte irgendwie sogar. Oder kriege ich 6 Punkte dazu? Also so ganz verstehe ich das Game überhaupt nicht. Ich habe jetzt 1600 Score. 2000 schon. Mittlerweile wird das schon richtig lästig, das Drucken da mit L2, R2 immer. Weil das ist das Einzige, was man tun muss. Und das hat auch so einen argen Widerstand. Ich habe irgendwie Angst, dass der Controller dann bald einmal hin wird. Also das Spiel ist echt nix. Das Game kann man echt vergessen. Da, 1700 Ausdauer habe ich jetzt. Ja, ich hoffe, dass wir bald die Platte haben. Ich möchte das eigentlich gar nicht mehr spielen. Weil das so blöd ist. Was heißt eigentlich Autopreis in 7, 6, 5? Ah, jetzt drückt schon automatisch jetzt, oder was? Ich brauche gar nicht mehr drucken. Ah, jetzt muss ich wieder. Okay, wenn der Autopress da ist, dann brauche ich gar nichts mehr da. Okay,
hätte Frage, was ist das? Ah, lol. Jetzt habe ich einfach nur ein Haustier oder so gekauft. Das, was jetzt da unten ist. Wir sehen, was es denn da ist. Was ist, wenn ich nur andrücke? Nein, ich muss beide drücken, dass es schneller geht. Kann ich was kaufen? Kaufen wir den, kaufen wir den. Da kriege ich jedes Mal Trophäe, wenn ich mir so ein Pet kaufe. Ja, keine Ahnung, was das jetzt ist, was man da rauskriegt. Okay, Autopresse ist wieder aktiv. Kann ich was kaufen? Vielleicht das oder noch? Nein, 5000 kostet das sogar. Es dauert ja viel lang, bis man 5000 hat. Ich darf gerne oben bleiben auf der Tasten. Das ständige Drucken, das nervt jetzt schon mittlerweile. Ich habe 500 Meter jetzt gerade drinnen. Die Musik macht es auch nicht gerade besser in dem Spiel, muss man auch so sagen. Er hat sich eine gute Trophäe für das, für den Vogel da. Warte, ich weiß jetzt gar nicht, wie viel kostet das letzte Pad, was man kaufen kann. 5k, ich hab zu wenig. Jetzt, oder? So, den haben wir jetzt da. Jetzt habe ich alle. Was bringt mir das jetzt? Außer, dass ich eine Trophäe krieg. Ja, dann, mir dann sogar die Finger schon weh von den Drucken. Das ist ja richtig schlimm jetzt schon. Ich glaube, bei 10k kriegt man da dafür, aber das Gefühl. Ey, ich muss 50.000 schaffen. Das ist ja voll viel. Das ist ja richtig viel einfach. Kann ich da irgendwas aufleveln? Da Effizienz da mal jetzt einmal, wie es was geht. Jetzt gehe ich schon plus 12. Jetzt geht's schneller, oder? Ich möchte eigentlich gar nicht mehr, muss ich ehrlich sagen. Ob dieser Platinwert ist, weiß ich ja nicht. Ist auf jeden Fall. Keine verdiente Platte nicht. 3000. Hey, 4000 haben wir schon. Jetzt sind die Finger wieder rot. Achso, Autopresse ist immer. Ich verpasse das ja immer. Könnte man da eigentlich ausruhen, also ihr müsst da nichts drücken, wenn während der Autopress aktiv ist. Ah, die Finger, okay, Autopress ist aktiv. Ich brauche nichts da dabei. Richtiges Trash-Game einfach. Was leveln wir? Location, was ist das überhaupt? Location. Ah, jetzt verstehe ich es, der Hintergrund ist einfach nur die Location. Ich habe einfach gleich drei Location freigeschaltet. Jetzt habe ich die ersten zwei Location nicht gesehen. Warte, man kann da jetzt wechseln. Ja, das macht ja das Spiel gleich viel besser. Eben nicht. So. Die 10k haben wir gleich wieder. Wir können wieder im Shop rein. Wir kaufen sich was. Stamina. Drei Leveln. Was können wir nun machen? Was ist das? Achso, da können wir die Location wieder zurücksetzen. Wir haben ja drei, oder? Hm, vielleicht nur irgendwas zum Freischalten. Was steht da eigentlich? Da steht 17.000, habe ich. Achso, 17.000 kostet es wahrscheinlich. Jetzt geht's schnell dahin. Bonus mal 3 habe ich jetzt gerade. Jetzt habe ich einen guten Run. Ja, jetzt ist der Bonus wieder weg.
Aber 22.000, jetzt habe ich schon viele Punkte. Ich kaufe da was. Ja, aber die Trophäen schon wieder vergessen, was ich überhaupt brauche. Ich glaube, Location waren 5 oder 6 dabei, oder? Da können wir natürlich gleich auch schon. Jetzt, wo der Bonus mal 3 ist, habe ich nicht auf den Balken geachtet. Das waren jetzt viele Punkte gewesen. Und schon wieder, wie schnell geht denn das jetzt? Aber können wir mal alles kaufen. Sobald ich einmal drücke, ich brauche jetzt nicht einmal viermal drücken, weil der Balken ist schon voll. Irgendwie passt das nicht, oder? Jetzt kann ich wieder gar nichts drücken. Was ist das überhaupt? Ah, mit dem Touchpad muss ich da hin und her wischen. Okay, jetzt verstehe ich es. Das ist ja richtig interaktiv. Das Game. Ich brauche 5-mal drücken und das ist voll. Aber gehen wir das irgendwie. Haben wir jetzt zu viel. Oder zu wenig Ausdauer vielleicht und zu viel. Zu viel Effizienz, dass das jetzt so schnell geht. Weil ich kriege jetzt auch schon 200. Ich brauche wieder auch nicht einmal 4-5-mal drücken, dann ist der Balken wieder voll. Achso, da muss ich mit dem Touchpad. Okay, jetzt verstehe ich es so. Da mache ich mit dem Touchpad wieder weniger. Dann drücke ich wieder L2 und R2, dann mache ich wieder weniger. Und so geht das die ganze Zeit dahin. Das ist ja sehr interessant. Ein sehr interessantes Game. Mach das auf. Ich habe mir schon gedacht, letztens habe ich schlechte Spiele gespielt, aber das übertrifft es natürlich. Das Spiel toppt das natürlich. Aber wir haben es gleich. Dass ich für das Spiel Geld ausgegeben habe, finde ich irgendwie richtig frech. Es hätte nicht sogar eine Trophäe einmal gegangen. Location, glaube ich, muss ich kaufen. Ich muss einmal kurz in die Trophäenlisten dann. Es kann ja eigentlich nicht mehr viel fallen, oder? 4 fallen, okay. Stamina auf 23, Effizienz auf 23. Upgrade, ja, eine Pet to Maximum Level. Okay, die 3 sind es noch. Passt, machen wir. Also jedes Pet auf Max Level. Man kann fast gar nicht mehr spielen, oder? Ich drücke 4 mal und bin schon wieder voll. Wir haben es gleich geschafft. Wir haben es überlebt, das Game fast. Wahnsinn. Wahnsinn, wie schlecht das die Games sind. Aber dass sie die Entwickler sowas entwickeln trauen, das finde ich arg. Autopress ist aktiv, ich tue jetzt gar nichts gerade. Und trotzdem. Jetzt geht es aber richtig schnell. Mit Autopress geht es richtig schnell. So, vielleicht. Das haben wir auf 23. Jetzt noch die Stamina auf 23 bringen. Deswegen heißt das Spiel wahrscheinlich auch Fingerfitness. Weil irgendwie trainiert man da wirklich die Finger. Ich werde nicht so die Finger mehr von R2 und L2 drücken. Nicht einmal bei einem Shooter musst du oft L2 und R2 drücken. So, warte, gleich haben wir es. Wir kaufen jetzt noch einmal die Stamina auf 23. Geht es ja nun nicht ganz aus. In Score haben wir schon. Den Max-Score, was wir gebraucht haben. Also geht denn das nicht aus, so jetzt. Okay, Autopresses. Geil, ist automatisch, ich gehe dabei einkaufen. Das haben wir jetzt. Ah, und jetzt müssen wir die Pets noch alle aufleveln. Okay, da können wir noch einige Punkte jetzt. Mit 5 Pets. Und die kennen auch das Max-Level jetzt nicht. Von den Pets, was ein Max-Level ist. Was ist? Mach auf. Passt. So, wir schauen nochmal. Was ist denn das Max? Okay, Level 10 ist Max. Gut zum Wissen. Das kann jetzt ein bisschen dauern noch. Okay, wir haben es jetzt schon. Man muss nicht da Pet auf Max Level. Das war jetzt mein Fehler. Ich habe eigentlich gedacht, alle müssen wir auf Max Level. Auf jeden Fall, das Spiel, ich kann es euch nicht empfehlen. Aber
wenn ihr so schnelle Platin braucht oder möcht, dann kauft es euch trotzdem. Auf jeden Fall hat mich gefreut, dass ihr zugeschaut habt. Über ein Like, über ein Abo würde mich sehr freuen. Und wir sehen uns im nächsten Platin-Projekt. Ciao, bis zum nächsten Mal.